Hallo Leute, willkommen zurück bei Murdered Soul Suspect. Es geht weiter und Joy ist hier schon eifrig am Suchen und wir stehen hier ganz cool rum und haben hier unsere Kippe im Mund, auf der bestimmt stand, Rauchen kann tödlich sein, zumindest auf der Verpackung, klar. Aber das kümmert den Ronin ja nicht mehr. So, schauen wir mal an, was wir hier alles entdecken können. Oh, da könnten wir durch. Okay, da will ich mal noch nicht hin. Ich bleibe jetzt mal erstmal hier in diesem Raum. Kann ich mal mit Joy sprechen? Ja, kann ich sprechen. Such weiter, hier muss es mehr geben. 0 von 14 Hinweisen sehe ich gerade. Ah, da ist zum Beispiel mal einer. Oh. Baxter im Museum. Aber hallo, warum hat denn der dieses Kleine, Bild versteckt? Du musst dieses Bild für mich hochheben. Oh oh, was hat denn der Baxter? Oh oh. Es heißt die gehängte Hexe. Gruselig. Und ein Glockensymbol. Es ist das Symbol des Mörders. Wow. Symbol im Gemälde. Eine geisterhafte Version des Symbols des Glockenmörders findet sich im Gemälde Die gehängte Hexe. Artefakte im Restaurationsraum. Was war das? Oben im Restaurationsraum gibt es eine weitere Artefakte, die vielleicht etwas mit dem Glockenmordfall zu tun haben. Baxter im Museum. Baxter hat das Gemälde versteckt, als jemand näher kam. Warum es verstecken und was hat er hier überhaupt gemacht? Gute Frage. Such weiter, hier muss es mehr geben. Ja, ja, du hast schon recht. Du hast schon recht. Das ist. Oh, das ist eine Kanone. Sagt uns die Kanone irgendwas? Die sagt uns auch was. Bürgerkrieg. Antike Kanone. Eine Kanone aus Zeiten des Bürgerkrieges. Das stimmt wohl. Notrufe. Schiffstelegraph. Ein antiker Schiffstelegraph. Die Informationen hier sind sehr aufschlussreich. 3 von 14. Puh, da können wir durch. Will ich aber jetzt im Augenblick mal noch nicht. Ah, da gibt es noch was zum Einsammeln. Ich will mich erstmal hier direkt im Raum umsehen. Da ist noch was. Was ist denn das? Ist das eine Kiste? Oder sowas ähnliches. Ein Rad. Jegliche Richtung. Schiffsrad. Ein antikes Schiffsrad einer Galeone. Was ist denn hier an der Wand? Salem's History. Oh. Salem's übersinnliche Geschichte. Hellseher führt Polizei zu grauenhafter Entdeckung. Hiesiges Kindermedium Sophia Baker findet vermissten Mann. Rose Campbell, Schülerin an der Salem High, behauptet, übersinnliche Kräfte zu haben. Ein weiterer Mord mit Hilfe übersinnlicher Kräfte geklärt. SPD reagiert. Medium löst 20 Jahre altes Mysterium. Kolumne, gibt es Medien wirklich? Oho. Oho. Einige davon kennen wir doch. Glockenmorderziele aus sind Medien. Sophia war ebenfalls ein Medium. Das heißt, mehrere der Mädchen, auf die es der Glockenmörder abgesehen hat, waren Medien. Ja, das hatte ich ja auch schon geschlussfolgert. Das ist ja mal interessant. Dass das jetzt aber auch so offiziell hier jetzt mal erklärt wird. Da ist was. Ansehen. Liste der Angeklagten. Ein Notizbuch aus dem späten 17. Jahrhundert, das die Angeklagten der Hexenprozesse auflistet. Okay, gibt es hier noch was zum Angucken auf diesem Tisch? Nein. Hier auch nicht. Hier fokussieren. Was macht dieses Geräusch? Ich hätte gesagt Kristallkette. Ah, ja.
Verzeihung. Es wird für immer dir gehören. Schande über dich, Bridget. Dein vermeintlicher Kontakt zur Geisterwelt wird dich noch in die Verdammnis führen. Medien für Hexen gehalten. Britanner haben alle, die einen Medium ähnliche Fähigkeiten zeigten, für Hexen gehalten. Mhm. Arme Bridget. Arme Bridget. Der Anker ist natürlich auch klar. Steckt fest. Schiffsanker? Ein großer Schiffsanker. Ein Werkzeugkoffer, der ist wohl nicht... Okay. Ja, ich glaube... Ich glaube, annähernd habe ich hier mal alles gefunden. Jetzt gehe ich dann doch mal hier in diesen Gang. Und enthülle hier etwas. Ein Stein. Noch 7 Steine. Ich weiß aber nicht, ob es hier in diesem Gang sonst noch was zu finden gibt. Exit, hier geht's raus. Halt, hier bin ich auch reingekommen. Genau. Hier sind wir wohl reingekommen mit Joy. Aber da habe ich vorhin noch irgendwo eine andere Tür gesehen. Vielleicht geht es da auch durch da, durch diese Tür. Was ist denn das hier? Ah, das kann man auch noch. Navigation. Kompasshäuschen. Ein antik wirkendes Kompasshäuschen. Oder ein Kompasshäuschen. Könnte man auch sagen. Die Kiste ist nichts. Da war ich schon. Antwort finden. Halt, Moment, war da gerade was? Moment. Nein, das war wahrscheinlich nur dieses Verstecken hier. Mit diesem Antwort finden Button da oben, da bin ich immer ein bisschen verwirrt. Oh, der sieht ja sehr... Ah, doch, da! Richter! Befehlsgewalt im Hexenprozess. Ein Gemälde eines Richters der Hexenprozesse. 10 von 14. Jetzt schauen wir uns dann doch mal die ganzen anderen Gemälde auch noch an. Ich glaube zwar nicht, dass es mehrere Gemälde hier gibt, die irgendwelche Hinweise enthalten, aber man weiß ja nie. Okay, dann versuche ich mich mal da durchzuschlagen. Ich schaue mich mal nur nach Dämonen um. Keine Dämonen. So. Wo geht's denn hier weiter? Ah, aber jetzt bin ich aus dem, wie soll ich sagen, aus dem Bereich heraus, Third Floor, da werden wir wahrscheinlich später noch hin müssen, aus dem Bereich heraus, wo es Hinweise für uns ein aktuelles Ziel gibt. Sammeln. Dieser Ort bringt mich mit jahrhundertealten Eindrücken in Kontakt. Ich versuche, mich auf den Mörder zu konzentrieren. Aber der Nachhall dieser Eindrücke funkt ständig dazwischen. Wie Tote aus der Vergangenheit, die nicht vergessen werden wollen. Museumsgeister. Joyce Mutter spähte Geister aus der Geschichte. Spürte Geister aus der Geschichte Salems, die eine Verbindung zu den Gegenständen im Museum haben. Aha, das war eine Erinnerung von Cassandra. Ach, wenn ich schon mal hier bin, dann sammle ich jetzt die anderen Hinweise auch noch ein. Mittelalterliches Hexenbuch. Ein Malleus Maleficarum oder Hexenhammer, herausgegeben 1487, argumentierte für die Existenz von Hexen, deren Natur und Ursprung ihrer Kräfte und wie sie am besten zu verfolgen seien. Malleus Maleficarum. Sammeln. Stifterplakette des Museums. Dem namenlosen Bürger gewidmet, dessen Großzügigkeit die Pflege unseres Stadterbes ermöglichen machte. Wir restaurieren die Vergangenheit behutsam, um eine bessere Zukunft zu schaffen. Gehen wir mal wieder hier zu unserem Fall zurück. Wo habe ich noch was übersehen? Den hatte ich schon.
da bin ich doch auch schon durchgelaufen, weil da bin ich ja hergekommen. Wo war ich denn noch nicht? Die Tische hatte ich schon alle. Kann ich vielleicht jetzt mit Joy sprechen oder sagt sie mir dann wieder, ich müsste noch mehr finden? Ja? Wie auch immer. Okay, sie will nicht mit uns reden. Da gibt's auch noch was. Ein Pranger. Verfolgung. Gemälde zum Hexenprozess. Eines der Gemälde zu den Hexenprozessen war zwar zur Ausstellung im Erdgeschoss, das zuvor zur Ausstellung des im Erdgeschoss gehörte. Okay. Ah, da ist nochmal was. Ansehen. Urteil. Ein Richterhammer. Ich frage mich, wie alt er ist. Gute Frage. Der Controller vibriert immer stark, wenn man mit ihm irgendwo durchgeht. Ja gut, ich habe zwar jetzt nicht alle Hinweise bisher gefunden, aber ich weiß nicht, ehrlich gesagt nicht, wo ich noch suchen sollte. Und Joy, du könntest ja auch mal ein bisschen was finden, ja? Nicht immer nur sagen, ich soll was finden. Die Tonne hier. Wein. Ein großes Fass zur Weinherstellung. 13 von 14. Ich schaue noch kurz, ob ich den letzten noch finde. Vielleicht der. Nee. Ansonsten versuche ich das Rätsel ohne diesen letzten Hinweis zu finden oder zu lösen. Nee, aber ich finde da wohl nichts. Ich glaube, da kann ich jetzt noch Stunden suchen. Halt. Da ist er. Ansehen. Wichtige Nachricht. Informationen. Öffentliche Vorladung zum Hexenprozess. Eine antike Schriftrolle. Das war die wichtige Nachricht. Na klasse. Gut, jetzt haben wir alle Hinweise. Jetzt schauen wir mal, ob wir die Antwort finden können. Steht irgendeines der Artefakte mit den Glockenmorden in Verbindung? Klar. Und zwar das Bild mit dem Glockensymbol drauf, hätte ich gesagt. Baxter im Museum. Ah, das war's wohl nicht. Medien für Hexen. Symbol. Ah, da ist es. Symbol im Gemälde. Da ist es. Ach, das war der erste? Okay. Liste der Angeklagten. Ich hätte gesagt, die da? Ja. Medien für Hexen gehalten. Und Nummer 3. Schiffsankommen. Urteil. Ah, nein, Urteil war es wohl nicht. Dann vielleicht das Gemälde von dem Richter. Auch nicht. Zur Not muss ich einfach durchprobieren. Was könnte es denn noch sein? Die Kanone nicht. Liste der Angeklagten. Auch nicht. Was ist denn das da unten? Kompasshäuschen. Glockenmorde, Ziele sind Mädchen. Das wird sein. Ah. Der Mörder jagt also Medien, weil er sie für Hexen hält. Das ist Irrsinn. Kenne ich jemanden, der sich für Medien interessiert? Baxter. Welches verdächtige Verhalten hat Baxter während des Falles gezeigt? Also zum einen hat er Cassandras Buch geklaut. Genau. Zum anderen hat er das Bild versteckt. Klassenfoto der Akademie. Bowling Champion. Baxters Beförderung.
Glockenmörder. Baxter sucht das Mädchen. Vielleicht das hier? Ja, Baxter sucht das Mädchen. Und warum ist Baxter darin verstrickt? Gute Frage. Er wurde mit der Degradierung abgezogen. Untersuche die Gala auf Verbindungen. Wir haben das Symbol des Mörders. Glockenmörder. Wir haben einen Verdächtigen. Wir sind fast am Ziel. Und nicht einen einzigen Schritt näher an meiner Mom. Wie gesagt, die Welt braucht nicht noch eine Heulsuse. Weißt du was? Du kannst mich mal. Du verstehst das nicht. Ich versteh's nicht? Meine Frau wurde vor 3 Jahren ermordet. Sie ist ins Licht hinaufgeschwebt und ich stecke hier mit einem zickigen Teenager fest. Oh, Ronan. Deine Mutter versteckt sich seit wann? 2, 3 Tagen? Hä? Und ich garantiere dir, wir finden sie. Wenn ich versage, wenn wir versagen, werde ich Julia nie wiedersehen. Niemals! Wir versagen nicht. Genau. Ich brauche keinen Cheerleader. Jetzt ist aber ziemlich doof drauf. Tut mir leid, ich wusste nichts von deiner Frau. Ja. Hör zu. Wir müssen nach dem handeln, was wir wissen. Geh du zur Kirche. Zur Kirche? Wo gehst du hin? Baxter ist unser Hauptverdächtiger. Ich muss in seine Wohnung überprüfen, ob er irgendwelche Leichen im Keller hat. Vermutlich keine gute Idee, als Flüchtiger einen Kopf zu besuchen. Gut, wir sehen uns später. Das leuchtet ihr ein? Das wird wohl unsere nächste Mission sein. Wir müssen zu Baxters Wohnung. Okay, Ronan. Verdächtiger Baxter. Informationen. Baxters merkwürdiges Verhalten in diesen Ermittlungen macht ihn zu einem Verdächtigen im Glockenmörderfall. Ich muss ihn finden. Sieht das schon ein bisschen anders aus ohne Maske? Könnte es tatsächlich der Baxter sein? Gut, Leute. Verlasse das Museum ist unser neues Ziel, das wir dann ab der nächsten Folge auch angehen werden. Also, ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.